Und bei mir ist jetzt der Spitzenkandidat der AfD, Björn Höcke. Herr Höcke, Sie haben Ihr Wahlergebnis mehr als verdoppelt heute. Was sehen Sie denn als die wichtigsten Gründe dafür? Ja, Sie haben recht. Mehr als 100% Steigerung, das gab es tatsächlich noch nie in der Thüringer Landtagsgeschichte. Darauf bin ich natürlich sehr, sehr stolz. Und von dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an die Thüringer Wähler, die das möglich gemacht haben. Ein klares Zeichen, dass ein großer Teil der Thüringer sagt, so geht es nicht weiter. Dass ein großer Teil der Thüringer sagt, diese Parteiendemokratie ist der Staat, wir brauchen was Neues, wir brauchen eine Belebung. Und dieses Zeichen sollten alle jetzt ganz genau wahrnehmen. Mhm. Nun ist aber ja auch Fakt, dass niemand mit Ihnen regieren will an der aktuellen Stelle. Was fangen Sie denn dann mit diesem Wahlergebnis an? Also, jetzt wollen wir erstmal abwarten, wie sich dann die ganzen Wahlergebnisse konsolidieren. Und ich denke, wir werden dann noch genug Zeit haben, im Laufe des Abends zu überlegen, wie kann dieses Land regiert werden. Fakt ist, und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft des heutigen Abends, die Regierung Ramelow ist abgewählt und das ist gut für Thüringen. Mhm. Nun haben Sie ja angekündigt, dass Sie sich einen anderen Bundesvorstand wünschen. Die Ergebnisse hier im Osten, auch in Sachsen und in Brandenburg, die geben ja auch dem Flügel, dem Sie vorstehen, Auftrieb. Ist das eine Kampfansage an Herrn Meuthen? Ich glaube, heute Abend ist nicht der Zeitpunkt, der Tag, um über Bundesvorstandswahlen zu reden. Das ist dann in den nächsten Wochen irgendwann für mich virulent. Aber im Augenblick, denke ich, ist mein Fokus und unser Fokus auf der Thüringenwahl. Björn Höcke, Spitzenkandidat der AfD. Und ich frage, wie wir weitermachen. Wir gehen noch einmal nach Berlin zur CDU.